ist Sprengstoff auf dem Eis. Machen wir es uns zunutze. Bogenschützen beobachten den See. Die sehen uns kommen und schalten uns aus. Locken wir sie zu uns. Wie? Mit der Signalkanone. Das lockt sie auf das Eis. Dann teilen und herrschen wir. Halte Wache. Ich locke sie heraus. Das weckt ihre Aufmerksamkeit. Zurück zu ihnen. Es funktioniert. Sie sind auf dem Eis. Legen wir sie. Zur Pagode. Wir müssen den Angriff sorgfältig planen. Der Wasserfall ist gefroren. Klettern wir hinauf und dringen von hinten ein. Geschafft. Ihr seid sicher. Wir dachten, wir würden als Sklaven sterben. Die tun euch nichts mehr. Keine Mongolen. Feste Mauern. Wir sind hier wohl sicher. Dein Onkel wählte seinen Weg. Und ich meinen. Koto Nashimuras Taktiken studiert. Er kann eine Samurai-Armee zerschlagen. Doch auf uns ist er nicht vorbereitet. Wir lassen ihn bluten. Für Taka. Für alle. Thank you.
Jin, hier drüben. Wir könnten die alte Straße von Omi durch Fort Kamino Dake benutzen. Aber die Mongolen kontrollieren sie. Du brauchst Hilfe, um sie zu vertreiben. Ein paar Jäger haben auf dem Sago ihr Lager. Ihr Anführer heißt Takeshi. Freund von dir? Nein, aber er wird tun, worum ich ihn bitte. Und er hat gute Schützen. Triff dich mit ihnen. Ich schleiche mich durch die Burg deines Onkels und treffe unsere Freunde in Omi. Greift ihr das Fort von Süden her an. Ich schlage aus dem Norden zu, mit deinen Jägerfreunden. Glaubst du, das klappt? Ja. Sei vorsichtig, Yuna. Du auch. Wir sind euch so dankbar. Das ist ein Schmuggler, hat eine sichere Route nach Tsushima entdeckt. Link zu viel, um wahr zu sein. Das ist das Risiko wert, oder? Das ist bevor er in die Fänge der Mongolen geraten. Kommst vielleicht noch wieder. Es sind finstere Zeiten, mein Herr. Ihr tätet gut daran, die Kami um Hilfe zu ersuchen. Ihre Schreine liegen hinter den Tori-Toren. Ich frage mich oft, ob sie unsere Gebete hören. Sie hören alles und sehen alles. Wenn ihr euch beharrlich bemüht, antworten sie. Hab Dank. Ich versuche es weiter. Ich hab's nicht!
Hier! Yeah.
Ihr seid der Samurai, der so viele Mongolen mit Gift getötet hat. Wir hatten keine Chance, mein Herr. Es waren so viele Mongolen. Ich glaube, ihr Hauptlager ist die alte Mine mitten in Kamiagata. Bestimmt rauben sie uns alle möglichen Rohstoffe. Mein Vater arbeitete jahrelang in der Mine. Überlasst das mir. Bringt euch in Sicherheit. Wir teilen gern unser Lagerfeuer, mein Herr. Seid ihr Takeshi? Ihr kennt meinen Namen? Ich bin Jin Sakai. Yuna schickt mich. Sie lebt? Wo ist sie? Mongolen versperren den Pass nach Omi. Ich kann den Weg nicht alleine räumen. Yuna sagte, ihr könnt helfen. Klingt gefährlich. Ich dachte, ihr seid ein Meisterjäger. Der beste Bogenschütze der Präfektur. Hat Yuna das erzählt? Sie glaubt, ihr seid bereit zum Kämpfen. Liegt sie falsch? Was mich angeht? Nein. Doch meine Leute riskieren ihr Leben nicht grundlos. Es wird ein kalter Winter. Warum im Gebirge Eichhörnchen jagen, statt in einer warmen Festung zu leben? Können wir bis zum Frühling bleiben? Dann gern. Abgemacht. Das wird keine Wildschweinjagd. Kommt hier rüber, dann versteht ihr. Mongolenschützen bewachen das Tor. Streifen reiten täglich ein und aus. Wenn wir von dieser Seite reinkommen, greifen Yuna und der Rest meiner Freunde von Süden an. Yuna wird dort sein? Gut. Das Fort wurde auf den Klippen gebaut. So können wir hineinkommen. Holzfällerlager. Lieferte Nutzholz ans Fort. Hab hier keinen mehr gesehen, seit die Mongolen aufgetaucht sind. Wie gut könnt ihr klettern? Besser als die meisten. Ah!
Auf ins Holzfällerlager. Hier!